Ja moin! Ich bin gerade zum ersten Mal Suppen oder ausgesprochen Stand-Up-Paddling. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit meinem neuen Tool der 360-Grad-Kamera. Und der Trick dabei ist, ihr könnt euch umschauen in alle Richtungen, die ihr wollt. Einfach, wenn ihr es am Handy guckt, einfach bewegen. Einfach das Handy rechts, links, oben, unten. Und könnt euch das angucken, was ihr wollt. Das nicht geil? Einmal Rundumblick. Und es ist echt wunderschön hier. Mega geil. Super warmes Wasser. Wir sind übrigens, oder ich bin gerade am Mantinghauser See, wo eigentlich Baden verboten ist und SOP auch, aber ich sehe gerade so viele Leute im Wasser. Es wird anscheinend geduldet. Ich überlege, ob ich mir so ein SOP, also es ist nicht meins, es ist geliehen, überlege, ob ich mir auch so ein Ding in den Van lege, weil es nimmt nicht besonders viel Platz weg. Es ist nämlich aufblasbar und mega praktisch. Überall, wo ich einen See habe, kann ich eben kurz drauf. Das wäre doch witzig, oder? Ich kann doch ruhig Gas damit machen. Gut. Ich bin noch nicht reingefallen. Noch nicht. Wenn man ein bisschen in die Knie geht, kann man hier so richtig schön Gas machen. Guck mal, ob ich hier in die Sonne komme. Das ist einfacher als gedacht auf jeden Fall. Das schwieriger vorgestellt, weil alle auch irgendwie sagten, das ist so wackelig und so. Das ist wackelig, aber wenn man ein bisschen gleichgewicht sehen kann, dann ist das kein Problem. Die Sonne rennt weg. Ja, was kann ich euch noch Schönes erzählen? Ich genieße gerade das Wetter, plane die nächsten YouTube-Vlogs. Fahr ein bisschen auf! Fuck it! Oh shit! Fast lag ich da. Besuche ein bisschen Familie und Freunde nach wie vor. Genau. Weil in der Heimat ist auch schön. Besonders wenn man das Zeit hat. Das Ding ist richtig geil. Sonne, ich schaff's noch. Guck dir die zwei Dudes an. Jawohl, Sonne. Moin! Nee, was ist das schön hier? Ganz viel lenken kann man mit dem nicht. Aber es ist dem Spo. Ups, keine Schimpfwörter, ne? Aber es ist so ähnlich wie Kanu fahren. So vom Lenken. Ne? Oh, ein bisschen Gas hier, ne? Okay, nichts passiert. Ich bin hier gleich noch drin, wo ich hinkomme. Hab da nichts was zu gucken.
man sich abstößt im Wasser, desto mehr muss man sich mit Oberkörper ausgleichen. Und das natürlich koordinieren. Ne, das Ding ist geil. Ich glaube, ich komme auch so eins. Also gibt es schon so für 200 bis 300 Euro. Geht einfach. Ne? Man könnte sich auch genauso gut ein Schlauchboot holen. SUP ist ja auch wieder so eine Modeerscheinung. Aber es ist natürlich irgendwie sportlich. Ein bisschen mehr Ganzkörper, ne? Als so Schlauchboot sitzen und paddeln. Und was haltet ihr von diesem 360-Grad-Kran? Geil oder nicht geil? Ich könnte das auch öfter machen. So eine kleine 360-Grad-Sequenz, wenn ich gerade irgendwie einen schönen Ort habe. Jo, die beiden Jungs sind reingesprungen. Weil ich glaube, ich könnte sogar einen Livestream in 360 Grad machen, wenn ich mich nicht täusche. Wobei ich stelle mir das schwierig vor, weil die Auflösung ist 5,7K bei 100 Megabit. Ja, 100 Megabit halt, ne? Ich weiß nicht, ob man das noch transkodiert live. Aber das wird auf jeden Fall eine Menge an Daten. Ich weiß gar nicht, ob das von der Datenmenge her geht. Das müsste ich mal austesten. Oder ich muss die Auflösung runterschrauben wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, ich schwimme ja nur im See. Das ist so mega geil. Das ist echt pipi warm. Komm, ich spring hier rein. Was soll der Geiz, oder? Fall der Fälle. Es schwimmen ganz schön viel Pflanzenzeug auf dem Wasser, aber insgesamt macht das Wasser einen sauberen Eindruck. Schwimmt das Paddel? Doch. Ich spring jetzt rein. Ja. Ich spring dahin. Ihr müsst dahin gucken. Das wird kalt, glaube ich. Let's go! Ist das Paddel noch da? Nein. Hast du das Paddel verloren? Ja. Wo ist das denn? Weg! Das brauchst du nicht. Hä? Nee, ist pipi warm.
25 hat. Oh, mein T-Shirt ist leicht nass. Ein bisschen Verlust ist immer. Nee, ist das schön. Okay, ich sag mal tschüss. Bis zum nächsten 360-Grad-Video. Bye, bye.